Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute teste ich mal wieder eine App für euch. Und zwar diesmal keine Fidget oder Fidget Trading App. Also es hat nichts mit Fidget oder so zu tun. Es ist, glaube ich, ein bisschen satisfying, hoffe ich mal. Aber ja, auf jeden Fall ist es keine Fidget App. So, also es ist so eine Nagelstudio App. Also da muss man halt so Nägel machen. Und ja, ich dachte mal, ich teste das mit euch heute. Ich habe das Spiel, also ich habe mal so ein Spiel gespielt. Also ich hatte es mal runtergeladen auf mein Handy. Aber nee, das ist nicht dieselbe. Auf jeden Fall, und das ist schon ein bisschen länger her. Also ich war noch nie in dieser App drin, wie immer. Und Leute, falls ihr mich ein bisschen krank anhört, ich habe eine leichte Erkältung. Also alles gut, ja, genau. Ja, ich würde mal sagen, wir starten direkt mit dem Video. So Leute, also ihr solltet genau jetzt hier ein Screen Recording sehen, deswegen gehe ich jetzt ein bisschen zur Seite mit meinem Stuhl. Alter, okay, so. Also ja, genau, wie gesagt, ich war noch nie in dieser App drinne. Das heißt, wir gehen jetzt rein, so. Meine Haare stecken in meinen Ohrring fest, okay. So, jetzt nicht mehr, so. So sieht die auf jeden Fall aus, ne, mit so einem Nagel und dann so Acryl. Und die App heißt Acrylic Nails. Ich mach's mal leise. Okay, also, okay, statt hier. So, okay, ich soll jetzt hier diese Bewegung machen. Wisst ihr was, Leute? Ich mach das einfach so wie normale Nägel. Also, wenn man das wirklich machen würde. Okay. Ja. Okay, jetzt müssen wir das feilen. Achso. Ich muss einfach nur drücken. Okay. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen so, dass du so machen musst wie bei echten Nägeln. Aber naja. Okay, jetzt soll ich mir eine Farbe aussuchen. Dann machen wir lila, weil lila ist meine Lieblingsfarbe. Okay, also so eine Form von Nägeln mag ich jetzt nicht so gerne, aber ja. Okay, wir machen mal passend zu Halloween solche Augen einfach. Oh mein Gott, das sieht so hässlich aus. Naja, okay, oh mein Gott, okay, nein. Ich würde mir niemals solche Nägel machen. Würdet ihr solche Nägel machen? Ich glaube auch nicht. Also ich weiß ja nicht, wie ihr es findet, aber ja, ich würde mir das nicht machen. Sieht ein bisschen hässlich aus. Ja, genau. Okay. Ich kann mal auch so ein Video machen, wo ich auf echte Nägel reagiere und dann sagen, ob ich das machen würde in echtem Leben oder nicht. Ja. Okay, ich mach mal. So, was soll ich machen? Okay. Okay, pinkes Powder soll ich. Ne, Puder meine ich. So. Das macht ein bisschen Spaß, ne? Aber, okay, doch, da ist ein bisschen so ein leichtes Geräusch. So, jetzt müssen wir das wieder feilen. So, jetzt müssen wir das wieder feilen. Was nehmen wir denn diesmal? Dann nehmen wir diesmal Flammen. Ah, die sind keine Flammen. Das sind also Tropfen. Hier sind Flammen. Okay. Wir machen die Flammen mal schwarz. Ja, kann man machen, ne? Okay, es ist ein bisschen schön geworden. Ja, okay, es hat 400 Likes bekommen. Also ja. Okay, also es macht schon mal Spaß. So kann man machen, wenn man mal Langeweile hat. So. Okay, oh, ich habe eine neue Form. Und zwar Stiletto. Das hat so eine spitze Form, ne? Habt ihr auch gerade gesehen hier? Sie möchte jetzt ein Stiletto, das wusste ich natürlich. Tap to start. Ah, okay. Oh, hier ist was Neues. Okay. Also hier hat sie so ein bisschen kaputte Nägel. Und jetzt soll mir das weg. Dingsen feilen. Ich habe vergessen, wie es wirklich heißt.
Okay, jetzt die Form und jetzt ein Stiletto wollte sie. Ich mach mal hier wieder dieses. Okay. Also das ist auf jeden Fall schon mal viel länger. Da musst du einfach nur so drücken. Egal, ich mach trotzdem so. Da kriegt man so mehr das Feeling, ne? Okay. Achso, du. Ah, okay. Nee, ich nehme einfach das hier jetzt. Dann nehmen wir das mal. Das sieht ein bisschen so aus wie Meerjungfrauen. Deswegen nehmen wir mal jetzt hier diesen Dings. Meerjungfrauen-Dingsbums. Ich habe keine Ahnung, ob das schön aussehen wird. Ich hoffe mal. Ich nehme mal hier einfach so. Jetzt so ein Grün. Hoffentlich wird das gut aussehen. Oh mein Gott, das sieht so hässlich aus. Okay. Ja, okay, es sieht ein bisschen gut aus. Ne? Es hat mehr Punkte als die letzten Nägel, also 450. Oder eher gesagt Likes. Weil, ja, die Form sieht halt einfach besser aus. Ah, okay. Hier muss man jetzt das Zimmer einrichten. Okay, was sollen wir nehmen? Lass uns erstmal die Wand schöner. Was? Nein, die Wand ist so. Naja, okay, doch, kann man machen, ne? Dann nehme ich noch den Boden. Ja, okay. Ich hätte es ein bisschen schöner gemacht, ne? Aber ja. Genau. Und Leute, ich war super schlau. Diesmal habe ich mein Internet ausgeschaltet, damit keine Werbung kommt. Deswegen, ja, aber auf der App kommt bestimmt auch Werbung, weil das bei jeder App. Ja, hier sieht man auch unten schon diese Werbung. Okay, tap to start. Nee, ich habe vergessen, was ich wollte. Na egal. Okay, hier müssen wir auch wieder ihre Nagelhaut. Nicht Nagelhaut, das ist keine Nagelhaut. Einfach den Nagel ein bisschen. Dingsen. Ah, okay, ich darf mir aussuchen. Okay, sie wollte dieses Gel. Ich glaube, ich bin nicht so ein Fan von diesem Gel. Weil das ist nicht so schön. Aber ja, egal. So, okay. Jetzt wieder feilen. Also, es macht eigentlich richtig viel Spaß, Leute. Ich hätte das gar nicht gedacht. Leute, ich mache hier mal so ein Frenchchen. Hoffentlich wird es gut aussehen. Ich mach das mal. Warum gibt es kein Weiß? Na gut, dann nehme ich ein Gelb. Boah, wird das gut aussehen? Naja, okay. Also, es würde eigentlich schön aussehen, nur das Gelb. Ich bin nicht so ein Fan von diesem Gelb. Okay, es hat 500 Likes. Ich glaube, es geht immer 50 Likes nach oben. Egal, ob es hässlich aussieht oder nicht. Ja, also es hätte schön ausgesehen, aber halt nur dieses Ding sieht halt nicht. Dieses Gel sieht nicht schön aus. Okay, Ja gut, dann tap to start. Okay, den Nagel müssen wir jetzt wieder feilen. Okay, sie wollte ein Stiletto. Oha, ich habe ein neues Gel. Okay, so, ein lilanes. Also dieses Gel sieht schon mal schöner aus. Denn zum Dingsbumster. Okay, Leute, also ich bin gerade am überlegen, sollte ich jetzt ein Spinnennetz da machen? Das gibt so ein bisschen Halloween-Vibes, ne?
oder hier Dings, Fledermäuse. Ich glaube aber eher, ich mache ein Spinnnetz, weil es gibt ein bisschen Hexen-Vibes so, ne? Und dann mache ich das schwarz. Oh ja, das wird richtig schön aussehen, Leute. Hoffe ich zumindest. Oh ja, das sieht nice aus. So. Das sieht schön aus. Ja. Okay, so. 550 Likes. Also Leute, ich glaube, die Person da, von denen ich die Nägel mache, die sagen, posten das halt auf Instagram oder so. Und dann kriegen die halt diese Likes, glaube ich. Okay, sie will auf jeden Fall Dings lilanes Gel. Okay. Ich mag mal Stiletto, weil Stiletto ist einfach so schön. Leute, was passiert eigentlich, wenn man was falsch, also wenn die Person ein Stiletto möchte und du zum Beispiel eine Ballerina-Form oder so machst? Was würde da passieren? Ich glaube, ich mache das gleich. Okay. So, wieder feilen. So, diesmal. Ich muss gucken, was ich diesmal machen will. Okay, diesmal möchte ich Fledermäuse. In schwarz. Oder orange? Nee, ich kann jetzt nicht zurück. Fledermäuse sind eh schwarz, also. Achso, da ist noch so ein French dabei. Achso, nee, das ist der Boden. Oh, das sieht eigentlich voll schön aus. Ich finde das ein bisschen besser als das andere, ne? Okay. Oh nee, ich habe so eine neue Form, die ist richtig hässlich. Nein. Okay, ja, okay, ich habe jetzt so ein Schild bekommen. Okay, sie will auf jeden Fall die neue Form, die wir bekommen haben gerade. Ich kenne nicht den Namen von dieser Form. Ja. So, Leute, jetzt mache ich mal nicht die Form und mache es jetzt pink, weil pink hatten wir lange nicht mehr. Es wäre natürlich noch besser, wenn man so noch den Aufbau und so und den Apex macht. Falls ihr alle wisst, was es ist. Also Apex und Aufbau und so, das ist halt, wenn hier der Nagel, der Naturnagel ist auch ein bisschen so. Also hier unten, ganz unten hier, ist halt hier so hoch und dann geht es wieder so runter. Aber halt nicht zu sehr nach oben. Halt ja, weil sonst würde es so flach aussehen, so wie Papier und das ist ja nicht so schön. Ja. Denn jetzt machen wir mal ein Herz. Boah, warte mal, wo ist das? Ne, wir machen jetzt das hier. Nein. Wir machen was anderes. So, wo ist das Herz? Okay, hier. So, das Herz machen wir in diesem Rosa. Oh nee, ich wollte das in Weiß. Oh nee, das sieht nicht schön aus. Man kann nicht zurückgehen, ist ein bisschen schade, aber naja. Sieht man nicht wirklich, ist nicht schön. Okay, also es passiert dann gar nichts. Okay. Ja, Leute, ich glaube, es gibt nicht mehr viel, was man hier machen kann. Das Zimmer haben wir jetzt auch schon dekoriert und so. Also Leute, das Spiel kann man halt spielen, wenn man Langeweile hat. Also es ist auf jeden Fall, es macht Spaß und es ist bestimmt sehr gut gegen Langeweile. Ich würde es auch spielen, wenn ich Langeweile habe. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal so ein Spiel, aber ich habe es gelöscht wegen meinem Speicher. Und weil ich es irgendwann nicht mehr gespielt habe. Aber ja, es ist cool. Und man kriegt immer neue Farben, dies, das. Und dann noch hier andere Nägelformen und so. Und man kann noch sein Zimmer umgestalten. Also das Studio meine ich. Also ja, ich finde es ganz cool. Ja. Genau. Also Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
gefallen. Wenn ja, dann gibt es wieder gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal für mehr Videos und aktiviert die Glocke, ding ding, damit ihr keine meiner neuen Videos verpasst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, Lieben, hab ich lieb, bis zum nächsten Mal.